Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 Euro Truck Simulator. Es geht nahtlos weiter. Wir sind auf dem Weg nach Bergen in Norwegen. In der letzten Folge haben wir gesehen, wie ein Lamborghini von der Polizei festgehalten wurde. Mal sehen, was diese Folge so bringt. Auch nochmal ein herzliches Hallo und willkommen an alle im Livestream. Grüße euch. Was ist mit dem Mittelstreifen los? MMK fährt und wir trinken Bier. Ja, auf jeden Fall. Immer geradeaus. Oh, Leute. Nee, ich sag's lieber nicht. Grüße euch, bin unterwegs Grünkohl füttern. Grünkohl geht jetzt bald wieder los, ne? Der erste Frost kam. Ich liebe Grünkohl. Oh, das ist was Feines. Ja. Was dürfen wir denn hier fahren? 80, okay. Oh, oh, oh. Chaos reicht. Alles klar, Chaos. Chaos oder Chaos? Wie magst du's? Lando schreibt, Mist, lauf gerade durch die Altstadt. Suche nach einem Restaurant, das geöffnet hat in der kleinen Stadt am Sonntag. Ist gar nicht so einfach. Könnte das sein, Lando, dass die vielleicht erst noch aufmachen? Also ich bin mal auf einer Dienstreise in Spanien gewesen. Und da war es 17.30 Uhr und dann bin ich da in so ein Restaurant rein. Und dann hat er mich angeguckt, als wäre ich nicht ganz sauber, dass ich um 17.30 Uhr Abendbrot essen will. Ich glaube doch nicht wirklich, dass nicht mindestens zwei Gin Tonic am Desk haben. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich muss ja sagen, es gibt, also ich weiß nicht, ob einige von euch auch die Pete's Meets verfolgen. Sie ist ja ein relativ großer Kanal, ihr werdet also wissen, über wen ich rede. Und es gibt eine legendäre Folge, wo sich Peter nach einer Feier nochmal in GTA einloggt und eine Folge aufnimmt und komplett besoffen ist. Das ist schon sehr, sehr lustig. So, Tempomat auf 75, passt. Chaos, wenn du es deutsch aussprichst. Alles klar. Teilweise stand da sonntags geschlossen. Okay, ja, war nur eine Vermutung. Ich bin ja nicht da. Du kriegst es schon hin. Spanien ist schwierig mit den Öffnungszeiten. Das geht bei denen manchmal nur so nach Gefühl. Ja, die haben dann noch super sauber gemacht und so, ne? Und dann, die haben sich dann um 8 oder um 9 zum Essen getroffen. Das ist dann schon verrückt. Ich freue mich auch drauf. Grünkohl mit Pinke und Mettwurst. Lecker Erbseneintopf nach Bundeswehrrezept. Ja, ich weiß nicht genau. Bei uns heißt die Bregenwurst hier in der Ecke. Ist aber gar kein Bregen mehr drin, heißt nur so. 85, okay. Ja. So, lieb. Schaut euch mal um. Die Gegend wird schon ein bisschen anders. Schon sehr cool aus. Hier ist wieder 70. Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Hier ist 50. Wie lange können wir denn noch fahren? 5 Stunden noch. Gut. Tobias, ja, die Folge hatte ich gesehen. Ja, wirklich, Tobias? Der absolute Hammer. Da kommt er doch nicht. Da sagt er, ich klaue mir mal diesen Sportswagen. Sportswagen. Wie heißt das eigentlich auf Deutsch? Sportswagen. Das war so lustig. Aber die Altstadt ist super schön. Ja, das glaube ich. Die Franken haben eine verdammt geile Kohlbratwurst. 60-70% Kohl, der Rest aus Schweine. Bauch und der Keule, super lecker, kriegt man aber leider nur selten. Okay, klingt cool. Würde ich probieren. So. Polaris Lines. Oh, hier werden Container gefahren, ich bin neidisch. Okay. So. 110. Geschwindigkeitsbegrenzung. Lando schreibt, hab mal im Discord ein paar Fotos. Ja, also für alle von euch, die vielleicht sehen wollen, wo der gute Lando gerade durch Frankreich läuft, dann könnt ihr mal auf den Discord kommen.
Link mit Ausrufezeichen Discord oder in der Kanalbeschreibung. Tempomat 70, das macht einen wahnsinnig hier. Immer geradeaus. Kohlbratwurst sagt mir jetzt gar nichts, zumindest in meiner Ecke in Unterfranken oder meinem Umfeld nicht so bekannt scheinbar. Hat Faultier. Ja, siehst du, wir haben so langsam haben wir so eine kritische Masse im Chat erreicht, dass man so aus jeder Ecke einen hat. Das ist sehr, sehr cool. Das nächste Mal gehe ich mal online und spielen wir mal Wer wird Millionär zusammen. Schwarmwissend. Gucken, ob wir zusammen die Millionen knacken. Ich schaue gerne deren Verstecken in GTA Perfect Heist 2 und Worms Folgen. Ja, ich muss gestehen, ich gucke sogar deren Quizzes ganz gerne. Das ist eine schöne, kurzweilige Unterhaltung. Läuft oft bei mir, wenn ich was esse. Das ist so schön, ein bisschen rumgequizzt, ein bisschen Blödsinn quatschen. Aber die GTA-Sachen sind wirklich gut und Perfect Heist ist mein einziges richtiges Format, was ich von denen noch gucke, mit Computerspielen. Wir haben dann mit TTT mal wieder angefangen, aber seitdem Hardy nicht mehr dabei ist, ist auch TTT nicht mehr das gleiche. Okay, hier gibt es doch Cafés und Restaurants. Nice. Ich war gestern Abend in Dresden in einer Tapas-Bar. Das war so gut. So gut. Das war richtig, richtig gut. Oh, guckt euch mal den Sonnenaufgang an. So krass, wir sind durch die Nacht gefahren. Das hat man gar nicht mitgekriegt. So richtig, weil hier immer ein bisschen hell war. Oh, was ist das für eine Rennstrecke hier? Ah ja, hier ist das mit diesem Wechsel, ne? Mal zweispurig auf der einen, mal auf der anderen Seite. Das ist super klasse. Tapas mit überbackenem Käse, sehr lecker. Ja, ich hatte dann auch so Oliven, dann so kleine grüne Paprika, die so auf dem Grill gemacht wurden, nur so ein bisschen mit Öl und Meersalz drüber. Mega. Absolut genial. So. Ich muss mal zusehen, dass ich mehr am Speedlimit fahre. Aber das ändert sich hier alle 5 Minuten, das ist echt nervig. Achtung. Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, mache ich. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Es ist aber auch eine Ecke hier schon wieder. Schön. Ich bin ja auf Island total gespannt. Ich hoffe, dass das gut wird. So, noch 683 Kilometer, 10 Stunden 32. Einmal müssen wir noch nächtigen. Wir haben noch 32 Stunden Zeit. Also diesmal sollte wirklich nichts schief gehen. Nächste Pause in 4 Stunden. Den Marker haben wir uns gesetzt. Sehr gut. Wo sind wir gerade eigentlich? Letzte Folge war doch Stopp in Lettland, richtig? Wir sind schon... Warte mal, wo sind wir denn? Wir sind schon in... Wir noch in Schweden? Da wollte ich jetzt nicht hin, ne? Obwohl das tatsächlich hat, das hätte das geholfen, ne? Ich glaube, hier ist die Grenze. Ha? Hier sieht man das noch besser. Ne. Achso, müssen wir Aufträge machen? Ja. Also wir sind gerade noch in Schweden. Und fahren jetzt, und an der Grenze nach Norwegen machen wir auch unsere Nachtpause. Tanken eventuell? Nö, Tank ist noch gut. Guck, wir sind noch bei 3/4. Das passt. Landus schreibt, oh Mann, Leute, wenn ihr riechen könntet, was ich rieche. Ah, französisches Parfum. So. Bisschen zu heftig gebremst. Oh ja, hier guck mal. Die Häuser.
So ein typisch schwedisch. Uha. Immer geradeaus. Sorry, oben wieder hingeschaut. Ich glaube, die Anzeige, ja, die ist broken, leider immer noch. Chaos schreibt, auf Gott, Französisch, jetzt hätte ich auch Bock. Essen? Nee, hier ist schon die Grenze. Guck mal, hier ist die anscheinend die Grenze. Dann pennen wir nicht an der Grenze, sondern an so einer Mautstation, weil wir können ja auf jeden Fall noch fahren. Nach 3 Stunden, ja, müssen wir noch ein bisschen. Na ja, zieht nochmal an mir vorbei. Easy. So. Man kann über die Franzosen sagen, was man will, aber kochen können sie richtig gut. Ja, definitiv. So. Norwegen. Und wir sind in Norwegen. Willkommen in Norwegen. Und da schon wieder kaputt. So, was dürfen wir hier fahren? 70, Lichtpflicht, okay. Okay, Tempomat rein. 75, passt. Achtung, jo, bergab. Die Geschwindigkeitsbegrenzung. Achtung, ja, das ist Heimweg, Kneipe in Sicht, bergab und so. Da rollt der Trecker. Okay. Kommen wir hier rechts rüber. Aha. Twitch wird gespammt. Also, ja, wie heißt das eigentlich? Das ist Spam, ne? Tobias schreibt, ja, weil sie unter dem König italienische Küche ins Land geholt haben, dann noch lieber die original italienische Küche. Oh, ich finde, es hat beides was. Also, die klassische französische Küche ist ja schon sehr fein und nuanciert. Das finde ich auch manchmal ganz spannend. Ansonsten kann ich auch der italienischen Küche natürlich sehr viel abgewinnen. Kido schreibt, bin gerade dabei, mehr Maps zu suchen. Hoffe, da finde ich gute für ETS. Und morgen erstmal schauen, wie Global Farmer vom Preis her ist. Aber Kido, die Map ist doch riesig. Also die kann man doch gar nicht abfahren. Das hast du jetzt schon alles gesehen und schon langweilig? Weil ich sag mal, die Promods-Maps ist doch unschaffbar in einem Leben. Holti hat den mal gesperrt, sehr schön, vielen Dank. Ja, Links sind gesperrt, da hat dann Link, wenn Links gepostet werden, wird das weggepiept sozusagen. So, rechts abbiegen, gerne. Oh, und die Sonne ist schon wieder hier so herrlich. Herrlich. Oh. Geblitzdingst. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. So, fährt er raus. Ich vermute mal hier bei uns. Jo. Na gut. Diese Ausfahrt. Dann geht's nach Oslo. Wir fahren hier rechts. Ist hier aber auch ein Straßennetz. Guckt euch mal die Karte an hier. Das Navi ist ja der absolute Oberhammer. Ne, noch nicht alles, aber es gibt ein paar Ecken, wo ich noch etwas mehr sehen will und eventuell auch noch Nordafrika dazu. Crazy. Verrückt, was es gibt. Ist ja echt der Hammer. Mach ich. Oh, der hat gleich Ersatz dabei. 80 in der Auffahrt. Wahnsinn. So, dann haben wir es irgendwie wieder auf die Autobahn geschafft.
Tja gut, 80 dürfen wir fahren, dann sollten wir es auch tun. So eine richtige Megatour von Ägypten nach Grönland. Ja, das wäre schon nicht schlecht. Da, da, da. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Kristiansand. Nimm die Ausfahrt rechts. Wie schnell darf ich denn hier fahren? 80. Mit 100 in eine Kurve. Oh, jawohl. So. Tja, immer noch 560 Kilometer. Jetzt da, da ist unsere Pausenstation. Wir gucken mal. Falscher Knopf. Sorry, sorry. Wie komme ich hier wieder raus? Escape. Oh, so. Eine Stunde 59. Ja, okay. Also dann wo ich da hier wieder. Kristiansand, ich glaube, den Airport habe ich. Ich überlege die ganze Zeit. So. Maut, okay. Maut 14. So. Zack. Motor abstellen. Und einmal schlafen. Oh ja, ganz andere Lichtstimmung, sehr cool. Aber wir lassen hier mal ein bisschen. Das nochmal, so, ne? Genau. Hier mal ein bisschen Luft rein. Hört man auch den Truck viel besser. So, weiter geht's. Scheint jetzt hier aber keine Autobahn mehr zu sein. 70. Okay. Maut ist notiert. Vielen Dank an Guido, unseren Finanzminister. Schöner langer Tunnel hier. Ja, so hätte die Fahrschule den Parkvorgang definitiv abgenommen. Klar, war noch genug Platz. Kein Problem. So, 18 Daumen nach oben. Wir sind ganz kurz vor dem Ziel, 20 Daumen nach oben in diesem Stream zu erreichen. Falls ihr den Kanal auch kostenfrei unterstützen wollt, klickt gerne mal auf den Thumbs-up-Button. Oh ja, Kreisverkehr hier. Ausfahrt. Kalt ist denn das draußen? 26 Grad, das ist ja hier oben in Norwegen. Merkwürdig. Aber das ganze Thema, also ich weiß, dass Jahreszeiten im ETS nicht simuliert werden, also es gibt dann keinen Schnee oder so, aber Monate und so auch nicht, also temperaturtechnisch oder sowas, ne? Das ist ja schade, ist hier immer Sommer sozusagen. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So, hier geht es ab nach Drummen. Na, 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 na. Lieber nicht, Typewriter. Lieber nicht. So, nach Drummen geht's geradeaus. Jawohl. Aber wo ich die Star Wars Tasse sehe, heute Morgen war ich bei Starbucks. Das ist auch immer so. Die verkaufen auch nicht nur Kaffee, ne? Die verkaufen auch so ein halbes Lebensgefühl. Okay, ein bisschen merkwürdig die Auffahrt hier. Aber der Kaffee war sehr gut. Muss ich ja sagen. Oh. Ja. 80.
Ja. Die Zeit haben wir doch. Starbucks, da habe ich ja jetzt eine eigene Meinung. Das ist okay. Und was ist denn die schönere Seite? Die hier, ne? Oh, da unten ist die Marina. Sehr schön. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Kriegen wir hin. 85 möchte ich fahren. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Okay. Bei mir ist der Denzler gleich um die Ecke, dementsprechend kann ich auch gut auf Starbucks verzichten. Nur im Urlaub, wenn ich ein sauberes WC suche, sind die immer hilfreich. Ja, man muss natürlich wissen, was man kriegt, ne? Wenn du so eine richtige, sag ich mal, bei einem italienischen Restaurant eine richtige Siebträgermaschine und da kennt sich einer auch aus und hat gute Bohnen, dann ist das natürlich nochmal was anderes. Aber das ist ja das, was ich sage, Starbucks ist das Star Wars. Genau, Star Wars verkauft dir den Todesstern und Starbucks verkauft dir eben auch noch dieses amerikanische Lebensgefühl. Ich muss aber gestehen, ich bin da tatsächlich sehr vorbelastet, weil ich mit 21 Jahren das erste Mal in den USA war und bin direkt in Las Vegas gewesen. Und in dem Hotel, in dem wir damals waren, dann war so Jetlag, ne? Dann war man so irgendwie, war dann um 4.30 Uhr wach und konnte nicht mehr pennen und dann habe ich, ach, dann gehst du mal runter, da durchs Casino durch und so. Und dann war da so ein Starbucks-Laden und der hatte natürlich auf, wie das in den USA so ist, und die verkauften mir jetzt, mir kleinem Dorfkind aus Niedersachsen, verkauften die jetzt diesen Starbucks-Kaffee, von dem ich natürlich schon so viel gelesen hatte. Und ja, dann war es um mich geschehen und dann seitdem bin ich Fan der Marke. Aber wie gesagt, guter Filterkaffee ist für mich nochmal was anderes. Richtiger Siebträger-Espresso ist nochmal was anderes. Aber es ist schon auch cool. Ich mag das. Las Vegas, ja. Las Vegas ist sehr, sehr, sehr cool. Eine meiner absoluten Lieblingsstädte. Einige Male in Las Vegas gewesen und werde auch wieder hin. Das ist schon sehr cool. Immer geradeaus. Oh, 80. So, ich klinge mich mal aus, beziehungsweise lasse hier auf 1% einen Lurk mitlaufen. Bin jetzt in F1 und werde von dort den anderen während des Rennens schreiben. Bis später oder vielleicht bis dann. Faultier, ganz viel Spaß mit deinen. Mit deiner F1-Simulation und schön, dass du da warst. Schönen Rest Sonntag. Schönen Start in die Woche. Ciao, ciao. Bergen ist das erste Mal ausgeschildert. Noch 450 Kilometer bis Bergen und hier ist es ausgeschildert. Unglaublich. Das ist mal was. Das wäre 450 Kilometer so, als würdest du in Berlin Dortmund ausschildern. Vegas ist cool, solange man das Kleingeld dafür hat, aber einmal im Leben reicht mir völlig aus. Ja, das ist, ja, du, wir sind da, das ist keine, große Spielerei, also klar, das spielt man auch ein bisschen, aber die Stadt bietet eben tatsächlich sehr viel abseits der Casinos und Hotels, das ist schon sehr, sehr spannend, dass man sich da echt extrem gut und sehr cool die Zeit vertreiben kann mit vielen sehr coolen Dingen. Der Strip ist technisch gesehen nicht in Las Vegas, sondern im Verwaltungsbezirk Paradise. Lustig. Habe ich nicht gewusst. Keine Gewerbesteuer, weil nicht Teil der Stadt. Ah, die Stadt Las Vegas ist
abseits von den großen Bereichen Downtown und Strip ist die auch nicht besonders schön, wenn man mal ehrlich ist. So, wir machen das Fenster wieder zu. Nicht nur ein Manager fahren, nicht selbst, muss aber halt aufpassen wegen Reifen, Boxenstopp und so weiter. Ah ja. So ein Spiel habe ich auch mal gespielt, das war eigentlich cool. Puh, 6 Stunden, das müssten wir jetzt aber locker, ja, das schaffen wir jetzt, perfekt. Und dann können wir den abgeben, dann können wir dann erstmal profen und dann hoffentlich irgendwas Richtung Island finden. Ich würde ungern leer dahin fahren, wenn ich ehrlich sein darf. Oh, oh. Ah, eine Baustelle wird ja gerne mal geblitzt, ne? Das ist auch was, was man in Deutschland selten sieht. Autobahn, Baustelle, wo gearbeitet wird. Da, 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 da. Guckt euch nur mal die Gegend an. Es ist so schön. So. Ach hier, guck mal, die Bahnstrecke. Nice. Hier haben sie geradeaus durchlaufen lassen. Ja, ich habe es gerade auch gemerkt. Es könnte nur so ein leichtes Vibrieren am Lenkrad geben. Ist ja nicht immer so prominent. Oh, hier geht's aber runter. Cool. Oh, da ist sogar ein Zug. Nice. So, ist so ruhig im Chat. Alle noch da? Jetzt mal wieder ein kontroverses Thema in die Runde werfen. Sowas wie Bud Spencer-Filme oder... Wessen Käse, also wer welchen Lieblingskäse hat oder so. Wir müssen mal irgendwas, wo mit alle nochmal in den Chat schreiben, damit sie auch Punkte generieren. Holz genug für Bad Segeberg. Ja. Geschwindigkeitsbegrenzung. Das stimmt, Guido. Norwegen möchte ich mal mit Hurtigruten unsicher machen. Ja, hat jetzt ein guter Kumpel von mir gemacht mit seiner Frau. Hut ab, das ist nicht günstig. Also... Kreuzfahrten sind ja allgemein schon nicht günstig, aber Hurtig, gerade diese Expeditionskreuzfahrten, dann bis ganz hoch, Hut ab, das musst du bezahlen können. Auch an Bord nochmal, also da kostet dann auch alles nochmal. Das ist definitiv. Muss jetzt erstmal die Kids ins Bett bringen. Alles klar. Mach das, denk dran, schneller vorbei als man glaubt, die Zeit, genieß es. Vor einer Stunde müsste eigentlich das APL, nee, nicht APL, das Grand Tour Video online gekommen sein, was ich gemacht habe. Da habe ich dann tatsächlich das neue Tool von Simbit World mal ausprobiert, tatsächlich in einem richtigen Flug. Ah, da müssen sie, glaube ich, nochmal ran, da noch ein bisschen was nachlegen. Aber es sind schon sehr coole Touren erstellt worden in der Zwischenzeit. So, wie später war das überhaupt? 1958? Da hat die überhaupt gar kein Zeitgefühl hier oben. Ich weiß, aber das macht man ja auch nur ein oder zweimal im Leben. Ja, absolut, Tobias, das sollte auf gar keinen Fall heißen, dass man das nicht machen sollte. Im Gegenteil, wenn man sich das leisten kann, dann ist das sicherlich ein absolutes Highlight. Das wollte ich damit sagen, weil du kriegst ja auch eine ganze Menge geboten für das Geld. Dann möchte ich auch mal Polarlichter sehen. Ja, das würde ich auch gerne mal sehen. Das stimmt.
Haben wir bald im Sinn. Ja, ich bin hier schon ein paar Mal geblitzt worden, hier oben, Chaos. Das hat richtig, richtig wehgetan. Richtig, richtig wehgetan. Das waren so 3500 oder irgendwie so. Das war nochmal deutlich mehr. Naja. Guido wüsste es jetzt wahrscheinlich, der hat das auch immer aufgeschrieben. Wir sind hier irgendwann mal für über 4000 geblitzt oder 3800 oder so. Das war. Das mit den runtergedrehten Auftragsbelohnungen ist das schon. Da hat das echt richtig wehgetan. Das hat richtig, richtig wehgetan. Okay, so, ich muss jetzt hier trotzdem mal wieder mittendrin anhalten, denn die Folge ist schon wieder zu Ende. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne einen Daumen und einen freundlichen Kommentar, da würde ich mich mega drüber freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Tschüss.